Mein Name ist Nick Schumacher, das MX-Style sichert zum MX-Lifestyle und heute geht es um Räder regenerieren. Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es um die Räder. Ja, ich entschuldige mich auch für mein dreckiges Polo-Shirt, ja, direkt vom letzten Video. Und noch ein paar Teile sauber gemacht, wird es jetzt auch nicht unbedingt sauber bei dieser Aktion hier. Nämlich, ich will meine Räder auf Vordermann bringen. Schauen wir mal, was die Radlager machen. Gucken allgemein mal rein. Und natürlich auch mal wieder richtig sauber machen, die Dinger. Ja. Die sind nämlich dezent schmutzig. Und zwar fangen wir mal damit an, den Rädern natürlich die Reifen runter zu machen. Und dann wird es jetzt hier lustig, meine Konstruktion runterzuheben. Ja, da hätten wir das nicht. Ich wollte es erstmal unten hinlegen, damit es nicht runterfällt. Ja? Also gehört alles zum Plan. So Leute, das altbekannte Problem, ja, also Vorderreifen sieht erstmal gut aus und hinten, ja, ist Haufen Dreck und Bröselei drin. Hat einfach damit zu tun, dass ich ja ein einziges Mal wirklich anderes Gleitmittel verwendet habe da drin und das war basisch und hat mir hier das Alu zu fressen, ja. Also wenn ihr richtiges Gleitmittel für den Moosgummi drin haben wollt, weil ich habe hier, sollte ich euch vielleicht mal zeigen, Technomoos derzeit drin, ja, und sieht immer noch okay aus, also den werde ich sogar noch mal reinmachen, ja, und ja, läuft auf jeden Fall. Und ein einziges Mal falsches Gleitmittel genommen, basisch, und hat das Aluminium angegriffen. Ja, wenn ihr das richtige Gleitmittel haben wollt, für als Alternative zu den vom Hersteller Gleitmittel, sage ich mal, um den Moos zu behandeln, dann guckt unten in die Videobeschreibung, da kommt er dann dahin auf meine Website, wo ich die ja verlinkt habe, könnt ihr euch holen. Würdet ihr auch indirekt den Kanal unterstützen und für euch wird es nicht teurer deshalb. Aber nun genug geschwätzt, jetzt wird das Zeug sauber gemacht, ja, damit man auch wieder frisch loslegen kann. Also Leute, dahinter ist doch Schrott, ja, der ist nicht bloß dreckig, der ist ja auch schon eingerissen und allem drum und dran.
Ja, den will ich nicht nochmal reinbauen, ja. Also entweder fahre ich dann Schlauch oder hol mir noch einen. Ja Leute, an der Hinterradfelge, ja, da beißt sich noch ein bisschen das Ultraschall, der Ultraschallreiniger oder Ultraschallreinigungsgerät, wie auch immer, ein bisschen noch die Zähne aus, da geht es echt schwierig sauber zu machen. Ich denke, diese Felge ist, ja, okay, ja, zumindest für meine Ansprüche soweit in Ordnung. Jetzt brauchen wir aber hier innen drin noch ein Felgenband, ja, und das mache ich, wie immer, mit dem schönen, guten Gewebeband hier. Bastle ich mir jetzt ein Felgenband. Das ist das Kleidmittel, das ich immer verwende, ja, hier, von Sunit. Das passt, das greift nicht eure Felge an. Und darum geht es jetzt, wenn wir unseren Felgenband, so hier, ja, die Felge nicht verschrotten, aber wenn wir das Felgenband am Start haben, geht es am Reifen aufziehen wieder. Und bevor wir das natürlich machen beim Moosgummi, fetten wir natürlich alles schön ein.